Webserver eoshine.de ist endlich da. Ihr könnt jetzt im App Store und im Google Play Store runterladen. Und Leute, wir haben gerade ein super Angebot. Nur für 5 Euro kriegt ihr den Premium-Rang für immer. Und Kisten, die über 20 Euro wert sind für City-Builds. Ihr könnt ganz einfach mit Google Play oder mit App Store-Karten bezahlen. Die Links sind in der Beschreibung. Ladet euch die App runter und jetzt let's go! Leute, guck mal, was wir heute spielen. Irgendwie Good or Evil oder so. Okay, da steht gerade Alter. Er ist 32, er heißt Josh und er hat nichts Schlimmes gemacht. Und ich muss jetzt entscheiden, welche Richtung er gehen muss oder was. Guck mal, da sind so... Oh, Leute, welche Flügel soll ich hier die ganze Zeit nehmen? Das weiß ich noch nicht. Guck mal, ich muss jetzt entweder die Bombe oder Frieden nehmen. Soll ich aber Frieden genommen? Ich weiß noch nicht. Darf ich das hier aufsammeln? Nein, das glaube ich gar nicht gut. Ach, guck mal, er wird zum Dämon. Oh nein, das ist gar nicht gut, oder? Weil ich muss ihn, glaube ich, zum Himmel schicken. Nein, ich glaube, ich schaffe das nicht mehr. Nein. Leute, jetzt muss ich hier runtergehen. Nein, ich habe es, glaube ich, nicht geschafft, oder? Jetzt habe ich diese bösen Münzen bekommen, okay? Okay, jetzt, ihr Name ist Susan. Sie ist 38 und sie war eine gute Mutter, okay? Das heißt, ich muss jetzt... Hey, was ist das hier für ein Spiel? Guck mal, ich kann hier fast nur schlechte Sachen auswählen. Ich will nicht diese Teufelflügel. Nein, ich will die gute. Nein, Leute. Bitte bin ich auch nicht am Ziel. Komm schon. Ich muss sie zum Himmel bringen. Deswegen brauche ich schnell die ganzen guten Flügel. Ja, ich habe die alle. Gut, gut, gut. So, jetzt können wir, glaube ich, richtig zum Ziel gehen. Und zack, mal 3. Okay, Leute, jetzt haben wir einen. Den müssen wir jetzt so zur Hölle schicken, glaube ich, oder so. Richtig gemein. Keine Ahnung, der war, glaube ich, nicht so gut. Ja, im ganzen Leben. Ich glaube, der hat schlimme Sachen gemacht. So, hier dreckig habe ich gerade ausgewählt. So ein ähnliches Spiel hatten wir, glaube ich, schon mal. Guck mal, da sind sogar Engel. Darf ich die berühren? Oh, nein, lieber nicht. Ey, oha, da war jetzt so ein Fragezeichen. Was hat das gebracht? Keine Ahnung. So, okay, jetzt muss ich hier wieder ungesunde Sachen nehmen. Und jetzt muss ich die Treppe hier runtergehen. Hä, guck mal, jetzt sind ja alle Level oder so. Hier kann ich Sachen bauen. Okay, dann baue ich das mal. Und jetzt muss ich zur Hölle rüber. Nein, es gibt hier verschiedene Welten oder so. Leute, ich verstehe noch nicht genau, was ich hier machen muss. Das gibt es hier also alles später, glaube ich. Und hier muss ich auch irgendwas bauen. So. Und jetzt lass weiterspielen. Sein Name ist Kevin, der ist 21 und er war immer alleine, oder was? Okay, und den muss ich jetzt zum Himmel schicken. Nein! Immer diese Teufel, Mann, warum kommen die immer in den Weg? So, Leute, jetzt muss ich hier nach links gehen. So. So, mal gucken. Nein, Leute, die kommen immer in den Weg. Nein, guck mal, jetzt ist wieder alles rot, die ganze Welt. Das ist gar nicht gut. Ich muss ihn schon wieder auf die gute Seite rüberbringen. Nein, 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 das wird so schwer, Leute. Vielleicht kriegen wir es hier noch hin. Komm schon, da vorne sind noch ein paar Flügel. Nein, komm schon, wir müssen es noch hinkriegen, bitte. Ich muss ihn retten. Nein, ich muss ihn nach unten schicken. Das war nicht gewollt. Oh nein. So, guck mal jetzt. Jetzt können wir entscheiden, was die essen sollen. Guck mal, da war ein Burger. Ist das gut oder schlecht, wenn die Burger ist? Jetzt können wir Geld auswählen. Was ist hier noch? Leute, ich kann das gerade nicht alles lesen. Das war alles viel zu schnell. Aber wir machen gerade, glaube ich, das Richtige. Ja, guck mal, wir haben jetzt sogar eine Kiste oder so. Hä? Was werden wir da drin kriegen, frage ich mich. Ach, da sind nur ganz viele Münzen, glaube ich. Okay, nice. Oh, oh, guck mal, Lucy, 31, sie war eine schlimme Lehrerin. Oh, oh. Die müssen wir, glaube ich, wegschicken ins Böse. So, dann müssen wir diese Teufelflügel nehmen. Die darf, glaube ich, nicht zum Himmel. Keine Ahnung, das Spiel will es auf jeden Fall so. So, ich glaube, wir sind schon auf dem richtigen Weg. Wir müssen ihn zur bösen Seite schicken. Let's go! So, könnten wir auch eigentlich hier von der Map runter und so? Nee, ich glaube doch nicht. Aber guck mal, die ganze Welt ist schon rot. Das ist sehr gut. Oha, was ist das? Wir können irgendwas spielen. Let's go! Können wir auch wieder raus, bitte? Nein, ich habe gute Flügel gewonnen. Ich will die nicht. Bitte, ich muss sie nach unten schicken. Oh, die darf nicht die Treppe hochgehen, Leute. Überhaupt nicht. Und die geht die Treppe runter. Let's go! Oha, wir kriegen ja auch die Kiste. Wie nice. Aber guck mal, die fragt nicht, wo die ist. Okay, weiter geht's. Hier steht wieder was. Liebe soll die geben, oder was? Ich weiß nicht genau, was ich hier auswählen soll. Nein, 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 hier sind wieder so viele rote. Das ist nicht gut, Mann. Immer diese ganzen roten Flügel, die will ich nicht. Guck mal, wie viele Teufel allein da wieder sind. Ich darf sie nicht berühren. Nicht ein einziges Mal. Oh, das sind so viele Flügel. Komm schon, den Baby, das sollen wir berühren, glaube ich. So, und wir sind schon wieder am Ziel. Und wir können hier hochgehen, bitte ganz nach oben. Nein, haben wir nicht geschafft. Okay, er heißt Adam, ist 48 und ja, macht gute Geschäfte oder so. Den sollen wir zum Himmel schicken. Deswegen, let's go. Guck mal, er hat noch Teufelsflügel. Nein, das kann nicht sein, Leute. Okay, hier müssen wir wieder lernen nehmen. Frieden. So, das waren, glaube ich, gute Sachen. Oh nein, 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 da kommen wieder Teufel, die dürfen nicht berühren. Und da das die Lava auf jeden Fall nicht berühren. So, okay, weiter geht's. Guck mal, er hat schon die richtigen Flügel, Leute. Wir dürfen jetzt nicht mehr viel falsch machen. So, ich glaube, da kommt schon gleich das Ziel, oder? Ja, komm schon, bitte ganz nach oben, bitte. Nein! Okay, Leute, der hier hat, glaube ich, jemanden gekillt oder so. Deswegen müssen wir ihn jetzt zur Hölle schicken oder so. Let's go, wir müssen nur die roten Flügel wieder alle nehmen. Wo sind die? Leute, ich glaube, der war ganz böse im Leben. Deswegen, so, kommt gleich wieder diese Auswahl und so. Ich glaube nicht mehr. Wir können nur noch die roten Flügel hier auswählen.
Und zack, du musst leider die Treppe runtergehen. So, hier ist jetzt Bill, der ist 53 und hat gute Freunde. Nee, viele Freunde. Let's go. Und ihr müsst mir wieder zum Himmel schicken, deswegen let's go. Was können wir wieder auswählen? Frieden oder Krieg? So, was können wir hier? Liebe oder Aggressivität oder was? Okay, und das war schon so schnell. Das war ja nur Fragen beantworten. Und wir sind wieder bei der Kiste. Nice. Guck mal, wie der tanzt. So, hier ist jetzt Nick, der ist 20 und mag Popmusik. Okay, let's go. Das ist, glaube ich, ein guter. Deswegen müssen wir dann auch wieder hier die guten Flügel geben und alles. So, guck mal, viele Teufel da sind. Nein, ich darf keinen berühren. Boah, da waren diesmal richtig viele. Ich wünsche mir auch mal, dass die Level jetzt mal ein bisschen länger gehen. Nein, ich bin da angekommen. Bitte, kann ich weitergehen? Oh, oh. Leute, ich soll das nicht benutzen. Nein, aber ich glaube, ich muss das einmal benutzen. Schade. Hey, Leute, es funktioniert nicht mehr. Ich kann nichts mehr benutzen. Okay, egal. Ich habe das Level jetzt mal neu gestartet. So, diesmal läuft sogar, glaube ich, auch viel besser. So, ich gehe jetzt einfach lieber in die Lava rein, sonst geht das Spiel gleich wieder kaputt. War ja nur kurz, ist nicht schlimm. Wir haben immer noch die Engelsflügel. So, da brauchen wir noch ganz viele. So, hier nehmen wir auch alle mit. Und wir sind schon wieder am Ziel. Kommt ganz nach oben. Ja, als ob wir es hier geschafft haben. Nice. Die tanzen immer gleich. Okay, die waren jetzt, glaube ich, schlecht. Und die müssen mir deswegen jetzt hier schlechte Sachen geben und so. So, die Flügel dürfen wir hier nicht geben. Nein, 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 nicht berühren. Nein. Leute, wir müssen die, glaube ich, hier wieder in die Hölle bringen. Oh nein. Deswegen hier die ganz bösen Dämonflügel und so. Die muss wirklich zur Dämonenwelt. Da ist ein böses Geschenk, als ob. Ich glaube, das hatten wir noch gar nicht. So. Aber ich glaube, wir haben das Level auch wieder geschafft. Nice. Okay, das ist David, der 46 und war ein guter Vater. Ich glaube, der hat wieder auch alles gut gemacht im Leben. So, deswegen hier die ganzen vielen guten Flügel wieder nehmen. So. Oh, da kommt gleich wieder eine Auswahl. Ich bin gespannt, was da ist. Ich glaube, hier sauber oder ungepflegt sein. Was es hier auch immer für Auswahlmöglichkeiten gibt, auch lustig. So, okay, let's go. Oh, da kommt gleich wieder. Nein, ich hoffe nicht berühren. Nein, ich habe die falschen Flügel, Leute. Was mache ich jetzt? Ich muss die gute Auswahl nehmen, so. Oha, guck mal, die letzte Entscheidung hat alles gerettet. Wäre ich eben nicht, wenn die Umfrage da reingegangen. Oh, wir haben wieder die bösen Flügel. Gar nicht gut. Bitte, ich will nicht in die Dämonenwelt. Nein, komm schon. Nein, 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 Leute, guck mal, es ist die ganze Welt rot. Das kann nicht sein. Oh nein, oh nein, oh nein, bitte. Ich will zum Engel, ich will zu den Engelwelt. Nein, Leute, guck mal hier. Ey, das Level ist doch ultra schwer. Wie soll ich hier in die Engelwelt? Guck mal, ich habe fast gar keine Chance mehr. Nein, komm schon, das Fragezeichen kann mir auch nicht mehr helfen. Nein! Es tut mir leid. Das Spiel ist echt nicht so einfach gemacht. So, jetzt habe ich mal ganz viele Burger. Ich glaube, ich muss jetzt hier die bösen Sachen nehmen. So, hier das noch nehmen. Zack, faul. Guck mal, da fliegt gerade in der Luft ein Schild einfach. Wie lustig. Aber hier muss ich jetzt in die Dämonenwelt mit ihm. So, let's go. Sie war ein Marathon-Champion. Oha, die waren, glaube ich, richtig sportlich, Leute. Richtig nice. Richtig viel gemacht. So, hier ist ein Fragezeichen wieder. Oha, das war gut. Nice. So, wir dürfen keinen Teufel berühren. Ihr habt es gesehen. Auf der guten Seite zu bleiben ist ultra schwer. Oh, deswegen muss ich jetzt aufpassen. Nein, da kommt wieder diese Maschine. Boah, zum Glück bin ich da vorbeigegangen. So, wir haben es geschafft, das Level. Und sogar, nein, so ganz knapp nach oben. Aber Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, tschüss.